Ich muss ja sagen, ich unterschreibe das voll, was sie gesagt hat. Ich habe aber noch so ein leicht anderes Verhältnis zu den Pharmaunternehmen. Weil ich sage jetzt, ich oute mich mal, ich bin zum Beispiel, ich bin für Doping. Ich bin für Doping und man sollte auch mal dankbar sein, was die da bei Roche oder Bayer entwickeln, weil so cool wie unsere Sportler mittlerweile drauf sind, das ist auch krass. Fast hätte jetzt einer ja einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen, ne? Unter 2 Stunden, müssen wir mal vorstellen, so schnell kann ich noch nicht mal Fahrrad fahren, wie der läuft, das ist geil. Ich sag mir immer, egal was die da irgendwie erfinden, dabei, was weiß ich, da, haus rein. Ob es ein Pülverchen ist, ein Stöpfchen, ob es hier als Zäpfchen, ist mir egal. Die sollen das, weil ich will den Held. Wissen Sie, ich will den, der das richtig geil macht da draußen. Das ist mir wichtig, dass man da draußen, ja, aber ganz ehrlich, ich meine, welcher Sport ist denn noch sauber? Glauben Sie wirklich, da draußen gibt es noch einen sauberen Sport? Gut, außer Rhönrad, da schätze ich auch. Also, ich meine, da kannst du einen Motor in das Rad, aber dann bist du ja auch weg aus dem. Ist ja weg vom Feld, also, komm gleich wieder und dann ist es auch blöd. Walking kannst du ja auch schlecht, also was willst du? Gut, könntest du irgendwie so Maiglöckchen-Extrakt, dass du nicht so schnell gehst oder so. Das kriegst du ja auch nicht als Doping durch, ne? Dann pennen die alle vor der Ziellinie ein oder was weiß ich. Federball oder Badminton, ja, da kommt aber. Beim Fußball haben sie es zugegeben, Fußball, da haben die Fußballer gesagt, wir dopen und zwar nehmen die Schmerzmittel. Wissen Sie? Die pumpen sich vorher schon mal so richtig schön mit einer Aspirin zu, weil da haben sie keine Schmerzen. Ist ja ein Schmerzmittel und wenn der Schmerz kommt, sagen sie, ich spüre den nicht. Das ist super. Und sehr interessant, Dortmund hat die höchste Konzentration von Schmerzmitteln im Grundwasser. Wirklich wahr. Also die dopen, ja, deshalb ziehen die da wahrscheinlich nicht weg, die Leute, weil die gar nicht merken, wie kacke die Stadt ist. Das ist so immer, wieso, hier ist so schön. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn Sie sich jetzt andere Sachen, also ich meine beim Fahrradfahren, wer glaubt denn noch beim Fahrradfahren, ist, also das schaffst du ja, wie willst du eine senkrechte Wand mit dem Fahrrad hochfahren, ohne dass, ne, das, na ich bin dafür, mir geht's einfach auf den Senkel, dass wir lügen uns doch einen in die Tasche, ne? Wir wissen im Grunde genommen, dass die alle dopen, wir wollen es aber nicht wissen und wenn es rauskommt, sagen wir, oh, das wussten wir aber nicht. Da sind wir natürlich auch dagegen, aber bis dahin fanden wir es eigentlich ein bisschen geil. Ich bin eigentlich für die Transparenz. Ja, man sollte das mal einfach öffentlich machen. Wissen Sie, und da könnte man ja auch von der Fernsehübertragung schon anfangen. Nicht erst beim Startschuss, sondern wie die dann da stehen und irgendwie sich so eine Blutkonserve, auch so Interviews, Mensch, wie läuft's bei dir? Ja, gerade hier rein und da raus. Ne, ja, einfach offen damit umgehen, ne? Also, dass du auch mal so einen Sportler bevor Gedupfe kennenlernst. Das sind ganz ruhige Leute, wenn die dann hochgespritzt sind. Ne, dann denkst du dir, oh, Donnerwetter, sitzen endlich aufs Fahrrad, dann schafft er das. Ja. Ich bin für eine Offenheit. Gut, und wenn sie natürlich jetzt so denken, ja, aber was ist mit dem fairen Sport, dann lassen uns doch einfach 2 Ligen gründen. Wissen wir, wir könnten einen fairen Sport und einen Dopingsport gründen. Wissen Sie, die langweiligen Sportler, die immer noch 8 Stunden für einen Marathon brauchen, die packen wir dann dahin, das können sie so mittags um 12.30 Uhr versenden. Und die coolen Sportler, die geilen ab 20.15 Uhr, die schön hochgepusht, dann irgendwie senkrecht die Wand hochradeln. Na gut, klar, die Behinderten, die müssen wir auch noch irgendwie. Also dann hätten sie 3 Ligen. Ja, krass wäre es natürlich, wenn die Behinderten jetzt sagen, sie wollen auch dopen, dann hätten sie 4 Ligen. Ne, und dann, wenn dann natürlich einer von den Gesunden sagt, ja, aber ich will auch so eine Prothese, weil der ist ja viel schneller mit seiner Prothese, dann hätten sie 5 Ligen. Und wenn der dann sagt, ich will die Prothese und dopen, hätten sie 6 Ligen. Okay. Ja, ach so, Frauen haben sie ja auch noch, Frauen. Ja, wobei, naja, so wie die Sport machen, könnten wir die bei den Behinderten mit reinpacken. Und... ja, okay, dann machen wir halt eine Liga für die Frauen. Dann haben sie eine faire Liga, eine unfaire Liga, eine Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga mit Prothesen, ohne Prothesen, die Gesunden mit Prothesen, ohne Prothesen, wenn der Gesunde eine Frau ist, mit Prothese oder ohne Prothese. Oder. Und dann wäre es fair. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist, wir lügen uns einen in die Tasche. Und wenn wir es beim Sport dann gemacht haben, dass es da transparent ist, dann bin ich dafür, dass wir auch weitermachen. Dann fahren wir auch weiter. Wir wissen doch, dass wir der größte Waffenhersteller der Welt sind. Mit einer der größten Waffenhersteller. Ich finde, damit sollten wir mal offen umgehen. Da sollte man auch mal stolz sein. Warum sind diese Waffenfabriken, die sind immer irgendwo so im Bergischen versteckt, so im Sauerland oder irgendwo in Baden-Württemberg. Wissen Sie, wo der Genpool immer kleiner wird? Da bauen die dann diese Waffenfabriken hin. Ja, ja. Ich finde, man sollte offen damit umgehen. Die Autoindustrie ist ja am Boden. Wir sollten die gläserne Waffenmanufaktur bauen. Nicht die Autostadt Wolfsburg, sondern was weiß ich, die Waffenstadt Eisenach. Irgendwie sowas, ja. Oldschool, auch ein bisschen Historie noch aufarbeiten. Da so gläserne Manufakturen, wo du mit einer Kindergartenklasse auch durchgehen kannst. Die können alle schon mal so einen Heckler und Koch in der Hand nehmen und sagen, oh, das ist ja schön, wenn sie mal schießen, auf wen denn, ist egal, mach mal. Ja, weißt du, auch mal das abbauen. Stolz sein darauf, das ist wichtig. Das ist wichtig. Oder wir sollten einfach mal dieser Pharmaindustrie sagen, dass sie endlich mal diesen Stoff entwickeln, dass uns wirklich alles egal ist. Dass wir dann nicht mehr mit dieser Lüge leben müssen, sondern dass wir einfach mal diese Lüge überhaupt nicht mehr mitkriegen. Das wäre ideal.
So ein Sedativum. Wir schmeißen das ein und dann ist es weg. Aber wissen Sie, was das Schöne ist? Wir haben es schon. Nennt sich Alkohol. Und das überlauern wir nicht. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr schön. Also Sie sind gut drauf. Sie sind gut drauf. Gibt es eigentlich Wiederholungstäter, die hier schon mal in der Sendung waren? Mal Hand hoch, wer war schon mal hier? Oh, sind doch einige. Das ist ja schon fast Tradition, ne? Das ist, kann man sagen, ist Brauchtum, ne? Dass man hier hingeht in die Happy Hour. Brauchtum ist übrigens wichtig, ne? Gerade jetzt, wir leben ja in Zeiten mit Werteverfall und da ist es wichtig, dass wir uns auf Tradition und auf Brauchtum auch noch mal wieder besinnen. Das gibt ja identifikatorisch Hals, sage ich jetzt mal. Nochmal kriege ich das Wort auch nicht hin, aber das ist wichtig. Brauchtum ist ja, also ich bin ein großer Brauchtumsfan, wobei man sagen muss, in Deutschland ist Brauchtum mittlerweile ja zu so einer Art Sauftum geworden. Ne? Also im Grunde genommen, wenn viele besoffen sind, dann ist es Brauchtum. Kann man ja eigentlich, oder? Also ja, weil ich komme ja aus dem Rheinland und im Rheinland haben wir Karneval. Karneval, das ist unser Brauchtum. Das ist gut, da findet die Gruppe zusammen. Als Meute sind wir da wild pinkelnd am Dom und sagen, nee, was ist das schön? So. Das ist wichtig. Also ich bin ein großer Karnevalsfan. Ich freue mich jedes Jahr auf dieses Stückchen Anarchie, was man da abfeiern kann. Und ich habe dieses Jahr habe ich Vollgas gegeben, ne? Weil gerade wegen der Weltlage, man weiß ja nicht, wie lange man noch lebt. Deshalb habe ich gedacht, komm, dieses Jahr machst du nochmal richtig Karneval. Und ich war so voll. Ich war also Wahnsinn. Ich kann mich an nichts erinnern. Es war Wahnsinn. Es war toll. Ich glaube, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, das ist Halloween. Ja. Und da war ich auch verkleidet und besoffen, muss man schon sagen. Was ich auch toll finde bei Karneval, ist eigentlich sehr kostengünstig, ne? Weil sie trinken ja immer den schlechten Alkohol und ich habe in der gesamten Zeit nichts gegessen. Also ich habe mir nichts gekauft, sagen wir so. Gegessen habe ich schon, weil das Schöne ist ja, es gibt immer diese Umzüge und dann werfen die Kamelle, diese Bonbons. Ne? Und wenn du Hunger hast, musst du eigentlich nur aufheben, kurz gucken, ist es was und dann kannst du das. Eigentlich sind das ja Bonbons, ne? Aber Bonbon kommt ja aus dem Französischen, ne? Also vom Bon, das heißt gut. Also Bonbon heißt eigentlich gut. Nur wenn man sich die Dinge anguckt, boah. Also deshalb heißen die Kamelle. Ne? Weil ja, das ist eigentlich Zucker mit Farbe und dann machen die Zucker drumherum, damit die Farbe nicht so dolle aussieht. Was wenige wissen, Kamelle, das ist ein alter orientalischer Begriff und der kommt von Kamele. Das ist sehr interessant. Und zwar haben früher die Herrscher Kameldung genommen, den mit Honig versetzt. Und wenn sie vom Palast rausreiten wollten, mussten sie meistens durch die Slums. Und dann haben sie diesen Kameldung mit Honig an die Armen geworfen, also unter die Armen geworfen. Die haben gesagt, oh, was ist das? Und da haben sie gemerkt, oh, ist lecker. Ja, also die Armen hatten was Süßes zu essen und die Reichen haben die Armen ausgelacht, weil es ja Kacke war. Ne? Aber sie wussten das ja nicht. Also die Reichen haben die Armen schlecht behandelt, wie heute. Und daher kommen Kamelle. Wussten sie nicht, ne? Das stimmt auch gar nicht, was ich Ihnen jetzt erzähle. Naja, aber wir leben ja im postfaktischen Zeitalter. Ich habe mir gedacht, wenn es einer glaubt und das weitererzählt, bildet sich mit der Zeit eine Gruppe und in spätestens 2-3 Jahren ist das ein Fakt. Wissen Sie? So funktioniert Wissenschaft. Wenn die Gruppe groß genug ist, dann stimmt's. Und also bitte erzählen Sie es weiter. Das wäre mir wichtig, weil dann hätte ich irgendwann recht. Ja. Was beim Karneval mich noch so ein bisschen nervt, ich meine, durch diese Brauchtumsfeierei, also durchs Saufen, man wird ja auch immer ein bisschen geil, ne? Das ist ja schwierig. Also zwischendurch war ich auch ein bisschen scharf, ich habe sogar die Nachbarskatze angebaggert. So war ja, was irre ist, wir waren dann abends auch auf so einer Party und wie die jungen Leute angezogen sind, das ist natürlich ein bisschen krass. Ich weiß nicht, ob Sie die Kostüme gesehen haben, das ist, also kurz vor Porno. Also eigentlich ist es mitten im Porno. Dieses Jahr waren Kätzchen, das war total angesagt. Und zwar hatten viele junge Frauen hatten so Catsuits an. Ne? Deshalb wahrscheinlich auch Kätzchen, weil naja, auf jeden Fall hatten die so, ich weiß nicht, ob Sie Catsuits kennen. Die sind aus Latex und das ist im Grunde genommen wie nackt, nur in einer anderen Farbe. Und ohne Taschen, also du kannst nichts reinstecken. Also Portemonnaie und so. Und Entschuldigung, ja, muss man genau sein. Nein, wegen der Wissenschaft. Und das ist wirklich, also ich fand das, das andere große Ding, das waren so sehr, sehr kurze Röcke. Also ich wusste zwischendurch nicht, ist das jetzt ein Rock oder ist es halt ein T-Shirt, was hochgerutscht ist, oder auch nur ein Gürtel. Ich hatte das Gefühl, die Mädels hatten nur einen Gürtel an und man musste sagen, ja, okay, es könnte von unten oder von oben, ist egal, mach du was draus. Und dann tanzte mich da so ein Mädel an und ich dachte so, oh, cool, läuft. Ne? Und dann hat sie auch irgendwann gesagt, sie würde mitkommen. Ne? Habe ich gesagt, cool. Dann meinte sie aber, sie müsse morgen nur früh raus. Sie schreiben in der ersten Stunde Geschi.
Und da habe ich auch gesagt, sag mal, Mädchen, wie alt bist du denn? Und dann meinte sie, sie sei 18. Und das siehst du ja nicht, ne? Die sind so geschminkt und so auf Nutte getrimmt, sag ich mal. Du siehst nicht, wie alt die sind, ne? Also das ist Wahnsinn. Und da habe ich auch gesagt, nee, das ist mir zu alt. Ja, nein, nein, weil 18 ist, jünger geht, da haben die noch keinen Charakter und ab 45 sind die frustriert genug, da kommen die dann wieder mit. Aber, ja, ja, aber zwischen 18 und 45, das ist mir zu viel Charakter, das mag ich nicht. Dann, da habe ich ihr aber, der habe ich einen Korb gegeben. Also, bisschen nervig war halt, als ich nach Hause kam, kam ein Nachbar vorbei und der hatte seinen Hund dabei und meinte, wenn ich nochmal vors Türchen kotze, dann würde er die Polizei rufen. Ja, sein Hund hatte eine Alkoholvergiftung, weil er den, ja. Also Brauchtum, ganz, ganz wichtig. Wir müssen an den Traditionen festhalten und wenn Sie das nächste Mal feiern, trinken Sie einen für mich mit. Dankeschön. Ich sag mir mal, einmal am Tag musst du neben irgendwas stehen, was dünner ist als du. So, und Dresden ist mir einfach zu weit weg. Und ja, nee, da kommst du halt mit so einem Zwergkaninchen, kommst du deutlich leichter dran, ne? An was Dummes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat ein Haustier? Machen Sie mal Hand hoch, wer hat ein Haustier? Zeigen Sie mal an. Oh, super. Was haben Sie für ein Haustier da hinten? Ein Hund? Hund, Fisch und Kaninchen. Also Sie wollen so in allen Bereichen auf Nummer sicher gehen. Was haben Sie für einen Hund? Labrador, auch die sind nett, das sind die, die immer lächeln, ne? Diese Delfine der Hunde, die sind also nicht so pfiffig, aber irgendwie nett, ne? Das ist ja, ja, ja. Hat einer von Ihnen Kleintiere, wissen Sie, so Gekröse, so Zeug, was andere wegwerfen? Hat einer sowas? Ja, was haben Sie? Schildkröte. Oh, das müssen Sie mir erklären. Also ich meine, was machen Sie damit? Also ist ja jetzt nicht Rock'n'Roll im Terrarium, sage ich jetzt mal, oder? Im Moment ist sie im Kuhstall. Ach, ein Kühlschrank. Sie haben Ihre Schildkröte im Kühlschrank. Das ist aber auch blöd, wenn Verwandtschaft kommt und sagt, ach, guck mal, da steht eine Suppe. Ein Freund von mir, der hatte Wüstenrennmäuse. Das ist auch, Wüstenrennmäuse kennen Sie, das sind diese ganz kleinen. Also eigentlich hatte er nur eine Wüstenrennmaus. Die hat sich trotzdem verletzt. Die muss irgendwie, das, weiß ich nicht, wie die sie verletzt. Die muss das Spiegelbild im Terrarium geknallt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall überlief das Terrarium über mit Wüstenrennmäuse. Er kam dann, willst du eine Wüstenrennmaus? Ich so, boah, nee, hau ab mit dem Zeug. Ne? Und meinte, was soll ich damit? Er meinte, ja, du baust doch gerade einen Dachboden auf. Ne? Kannst als Dachdämmung nehmen, im Grunde genommen. Das wird, nein, aber wirklich, wenn Sie gerade einen Dachboden ausbauen sollten, Sie bringen nur die Folie rein, dann nehmen Sie zwei Wüstenrennmäuse, schmeißen die rein. Ist isoliert. Ist wirklich ist wie Bauschaum. Ist ja auch Bio. Also ist ein Handwerkertipp für zu Hause. Im Grunde genommen. Ne? Ja. Nee, als er dann ankam mit den Wüstenrennmäusen, also ich so, nee. Und dann da ist mir eine hingefallen. Die war dann kaputt. Und ich so, um Gottes Willen, tut mir leid, meine, ist nicht schlimm. Dann mach ich, wieso? Ja, die ist nicht teuer. Da mach ich, ja, was kostet denn so eine Wüstenrennmaus? Dann meinte er, 1,70 €. Ja, Kugelmöwenpickeis, 2,50 €. Gut, es leckt sich leichter, ich gebe es zu. Wobei ein Riesenvorteil, wenn Sie die Maus tief kühlen, Sie haben den Stiel schon dran. Ne, mit dem, ich weiß jetzt, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht sehen. Wir sind ins Plaudern gekommen. Ich wollte ja gar nicht, also ich bin ja, um Gottes Willen, hier kabarettistische Fackel hoch, ich wollte was sagen. Und zwar, ich bin Allergiker, das wollte ich erzählen, genau. Ich bin Allergiker und ich reagiere auf Hausstaub. So, und ich wohne zur Miete in so einem Altbau, ne? Und wir haben noch diese alten Heizkörper. Kennen Sie diese tiefen Gusseisernen? So, und da zwischendrin, da sammeln sich immer so Spinnenweben, Hausstaub. Und darauf reagiere ich, das ist doof. Deshalb wollte ich da sauber machen, bin so mit dem Staubsauger so ran. Das ist aber so eng, da hat sich der Staubsauger, also ich habe zwei Staubsauger habe ich in einem Heizkörper verloren, weil die sich verkantet haben. Und das wurde mir zu teuer mit der Zeit, so. Da habe ich mich gefragt, wie kriegst du den Dreck daraus? Habe ich gegoogelt und es gibt von Vileda, bisschen Schleifwerbung muss sein, von Vileda gibt es einen Heizkörperfeudel, also extra für die Zwischenräume. So, das Ding wollte ich mir besorgen. Bin in den Baumarkt, da zu den Reinigungsartikeln. So, und dann gab es da diesen Heizkörperfeudel und das ist ja ein Wegwerfprodukt. Ne? Das benutzen sie für einen Heizkörper und dann schmeißen sie das weg. Hör mal, das Teil kostet 22 €. Ja, so. Da bin ich rüber in die Kleintierabteilung. Ein Hamster und ein Stöckchen, 14 €.
Ja, also jetzt nicht das, was Sie denken. Ne? Ich habe natürlich das Stöckchen hingehalten. Ich habe ihm das als Ausflug verkauft. Ne? Ich habe gesagt, halt dich mit deinem Pfötchen mal dolle dran fest. Ne? Wir machen jetzt eine Reise. Und er hatte Spaß. Er hat gequiekt vor Freude. Das war so. Gut, ich hätte die Heizung vorher ausmachen sollen. Aber sag mal, der war nicht mehr ganz medium rare am Ende. Ne? Aber er hatte ein knuspriges Lächeln. Lassen Sie mich das so sagen. Tiere sind schon witzig. Ich war lange Jahre ein großer Fan von Regenwürmern. Ne? Weil bei Regenwürmern sagt man ja, wenn du die teilst, hast du zwei. Ne? Sagt man so. So, also habe ich mir mal einen Eierschneider genommen. Und dann habe ich gesagt, komm, machst du mal acht. Ja? Und dann bin ich raus in den Garten, habe mir so einen Regenwurm besorgt. Dann stand ich da mit dem Regenwurm, einem Eierschneider und ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Über mir wohnt ein Biologielehrer. Und der guckt ganz gerne mal mit einer Tasse Kaffee, guckt er raus nach dem Motto, was macht der Puffpaff heute? So, und dann stand ich da mit meinem Regenwurm und dem Eierschneider und irgendwann brüllte er von oben runter, was du da vorhast, das funktioniert nicht. Und ich nur so, oha, der Herrgott, ah nee, der Biolehrer. Und dann hat er es mir erklärt, das mit den Regenwürmern, das ist eine Lüge. Das ist eine von diesen Legenden. Wissen Sie, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn Sie einen Regenwurm teilen, haben Sie nicht zwei. Weil einer ist immer der Arsch. Wissen Sie, das ist wie im Leben, einer ist immer der Arsch. Also wenn Sie einen Regenwurm teilen, haben Sie einen Regenwurm und einen Arsch. Aber nie zwei Regenwürmer. So, und da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? Weil war ja auch irgendwie meine Nachmittagsplanung dahin. Ich wusste nicht, was machst du jetzt mit dem angebrochenen Tag? Und dann sagte er, du, das ist nicht schlimm, weil es gibt eine Tierart, da funktioniert das. Und zwar bei Strudelwürmern. Strudelwürmer können Sie wirklich so oft teilen, wie Sie wollen. Da wird ein neuer Wurm draus. Ne? Also wenn Sie jetzt die Idee haben sollten, cool, ich werde Strudelwurmfarmer, dann müssen Sie sich nur einen Wurm besorgen, einen guten Mixer, Wurm da rein, zweimal drücken, dann haben Sie eine Herde. Ja? Ich weiß jetzt nicht, was man mit meiner Strudelwurmfarmherde anfängt, aber mein Gott, Sie sind ja der angehende Profi. Ja. Ich hab mich dann mal gefragt, also weil ich wollte, das hat mich interessiert, ich habe gegoogelt, was ist der Strudelwurm für einer, wie ich den halte, auf was muss ich achten, braucht er im Winter ein Jäckchen, kann der apportieren. So, und da bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen und der war interessant. Und zwar, es ist wissenschaftlich erwiesen, der Strudelwurm ist das dümmste Lebewesen der Erde. Das ist der größte Vollpfosten von uns allen. Es gibt nichts Dümmeres als den Strudelwurm. So, und da habe ich mich gefragt, wie haben die das herausgefunden? Ne, ja, gab es mal einen Stuhlkreis? Ja, sage ich jetzt mal. Also, wir haben mit dem Delfin, Pferd, Giraffe, Horst Seehofer und ganz rechts außen der Strudelwurm. Und dann, naja. Wobei, man muss natürlich fair bleiben, auch bei den Tieren. Ich glaube, es gibt da draußen auch Exemplare von uns. Ich glaube, die verlieren gegen den Strudelwurm. Ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal die Politiker der AfD angucke, da denke ich, du, die verlieren auch gegen eine Pfütze, die leer ist. Also mein Aufruf, seien Sie kein Strudelwurm. Dankeschön. Ich muss ja sagen, ich unterschreibe das voll, was sie gesagt hat. Ich habe aber noch so ein leicht anderes Verhältnis zu den Pharmaunternehmen. Weil ich sage jetzt, ich oute mich mal, ich bin zum Beispiel für Doping. Ich bin für Doping und man sollte auch mal dankbar sein, was die da bei Roche oder Bayer entwickeln, weil so cool wie unsere Sportler mittlerweile drauf sind, das ist auch krass. Fast hätte jetzt einer ja einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen. Ne? Unter 2 Stunden, müssen wir mal vorstellen, so schnell kann ich noch nicht mal Fahrrad fahren, wie der läuft. Das ist krass. Ich sag mir immer, egal was die da irgendwie erfinden, dabei, was weiß ich, da haus rein. Ob es ein Pülverchen ist, ein Stöpfchen, ob es hier als Zäpfchen, ist mir egal, die sollen das. Weil ich will den Held. Wissen Sie, ich will den, der das richtig geil macht da draußen. Das ist mir wichtig. Dass man da draußen. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, welcher Sport ist denn noch sauber? Glauben Sie wirklich, da draußen gibt es noch einen sauberen Sport? Gut, außer Rhönrad, da schätze ich auch. Also ich meine, da kannst du einen Motor in das Rad, aber dann bist du ja auch weg aus dem. Ist ja weg vom Feld. Komm gleich wieder. Und dann ist es auch blöd. Walking kannst du ja auch schlecht. Also was willst du? Gut, könntest du irgendwie so Maiglöckchen-Extrakt, dass du nicht so schnell gehst. Oder das kriegst du ja auch nicht als Doping durch. Ne? Penn die alle vor der Ziellinie ein oder was weiß ich. Federball oder Badminton. Ja, da könnte aber.
Beim Fußball haben sie es zugegeben, Fußball, da haben die Fußballer gesagt, wir dopen, und zwar nehmen die Schmerzmittel. Wissen Sie, die pumpen sich vorher schon mal so richtig schön mit einer Aspirin zu, weil da haben sie keine Schmerzen. Ist ja ein Schmerzmittel, und wenn der Schmerz kommt, sagen sie, ich spüre den nicht. Das ist super. Und sehr interessant, Dortmund hat die höchste Konzentration von Schmerzmitteln im Grundwasser. Wirklich wahr. Also die dopen, ja, deshalb ziehen die da wahrscheinlich nicht weg, die Leute, weil die gar nicht merken, wie kacke die Stadt ist. Das ist so immer, wieso, hier ist so schön. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn Sie sich jetzt andere Sachen, also ich meine, beim Fahrradfahren, wer glaubt denn noch beim Fahrradfahren? Also, das schaffst du ja. Wie willst du eine senkrechte Wand mit dem Fahrrad hochfahren? Ohne dass, Na, ich bin dafür, mir geht es einfach auf den Senkel, dass wir lügen uns doch einen in die Tasche. Wir wissen im Grunde genommen, dass die alle dopen, wir wollen es aber nicht wissen. Und wenn es rauskommt, sagen wir, oh, das wussten wir aber nicht. Und da sind wir natürlich auch dagegen, aber bis dahin fanden wir es eigentlich ein bisschen geil. Ich bin eigentlich für die Transparenz. Man sollte das mal einfach öffentlich machen. Und da könnte man ja auch von der Fernsehübertragung schon anfangen. Nicht erst beim Startschuss, sondern wie die dann da stehen und irgendwie siehst du eine Blutkonserve, auch so Interviews. Mensch, wie läuft's bei dir? Ja, gerade hier rein und da raus. Ja, einfach offen damit umgehen, ne? Also, dass du auch mal so einen Sportler bevor gedopt wird kennenlernst. Das sind ganz ruhige Leute, wenn die dann hochgespritzt sind. Ne, dann denkst du dir, oh, Donnerwetter, sitzt ihn endlich aufs Fahrrad, dann schafft er das. Ja. Ich bin für eine Offenheit. Und wenn Sie natürlich jetzt so denken, ja, aber was ist mit dem fairen Sport? Dann lassen wir uns doch einfach zwei Ligen gründen. Wissen Sie, wir könnten einen fairen Sport und einen Dopingsport gründen. Wissen Sie, die langweiligen Sportler, die immer noch 8 Stunden für einen Marathon brauchen, die packen wir dann dahin. Das können Sie so mittags um 12.30 Uhr versenden. Und die coolen Sportler, die geilen ab 20.15 Uhr, die schön hochgepusht, dann irgendwie senkrecht die Wand hochradeln. Na gut, klar, die Behinderten, die müssen wir auch noch irgendwie. Also dann hätten Sie drei Ligen. Ja, krass wäre es natürlich, wenn die Behinderten jetzt sagen, sie wollen auch dopen, dann hätten sie 4 Ligen. Ne, und dann, wenn dann natürlich einer von den Gesunden sagt, ja, aber ich will auch so eine Prothese, weil der ist ja viel schneller mit seiner Prothese, dann hätten sie 5 Ligen. Und wenn der dann sagt, ich will die Prothese und dopen, hätten sie 6 Ligen. Okay. Ja, Frauen haben sie ja auch noch, Frauen. Ja, wobei, naja, so wie die Sport machen, könnten wir die bei den Behinderten mit reinpacken. Und... ja, okay, dann machen wir halt eine Liga für die Frauen. Dann haben sie eine faire Liga, eine unfaire Liga, eine Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga mit Prothesen, ohne Prothesen, die Gesunden mit Prothesen, ohne Prothesen, wenn der Gesunde eine Frau ist, mit Prothese oder ohne Prothese. Und dann wäre es fair. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist, wir lügen uns einen in die Tasche. Und wenn wir es beim Sport dann gemacht haben, dass es da transparent ist, dann bin ich dafür, dass wir auch weitermachen. Dann auch weiter. Wir wissen doch, dass wir der größte Waffenhersteller der Welt sind. Mit einer der größten Waffenhersteller. Ich finde, damit sollten wir mal offen umgehen. Da sollte man auch mal stolz sein. Warum sind diese Waffenfabriken, die sind immer irgendwo so im Bergischen versteckt, so im Sauerland oder irgendwo in Baden-Württemberg. Wissen Sie, wo der Genpool immer kleiner wird? Da bauen die dann diese Waffenfabriken hin. Ja, ja. Ich finde, man sollte offen damit umgehen. Die Autoindustrie ist ja am Boden. Wir sollten die gläserne Waffenmanufaktur bauen. Nicht die Autostadt Wolfsburg, sondern was weiß ich, die Waffenstadt Eisenach. Irgendwie sowas, ja. Oldschool, auch ein bisschen Historie noch aufarbeiten. Da so gläserne Manufakturen, wo du mit einer Kindergartenklasse auch durchgehen kannst. Die können alle schon mal so eine Heckler und Koch in der Hand nehmen und sagen, oh, das ist ja schön, wenn sie das mal schießen, auf wen denn, ist egal, mach mal. Ja, weißt du, auch mal das abbauen. Stolz sein darauf, das ist wichtig. Das ist wichtig. Oder wir sollten einfach mal dieser Pharmaindustrie sagen, dass sie endlich mal diesen Stoff entwickeln, dass uns wirklich alles egal ist. Dass wir dann nicht mehr mit dieser Lüge leben müssen, sondern dass wir einfach mal diese Lüge überhaupt nicht mehr mitkriegen. Das wäre ideal. So ein Sedativum. Wir schmeißen das ein und dann ist es weg. Aber wissen Sie, was das Schöne ist? Wir haben es schon. Nennt sich Alkohol. Und das überlauern wir nicht. Dankeschön. Satire, Satire, was darf Satire? Sind Ziegenficker anwesend? Naja, machen Sie was draus. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. In Ihrem Kopf passiert jetzt was und Sie denken jetzt feuilletonistisch, Donnerwetter, das ist natürlich tief politisch. Machen Sie was draus. Wirklich, also man muss ja sagen, heute kommen 5 Künstler, gestern haben 5 schon beschlossen, früher abzureisen, aber zum Preis, die einen kriegen ihn. Die anderen nicht. Gut, aber... mir geht's gut, mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Also gerade solche Veranstaltungen wie heute, 2x warme Mahlzeit, sehr wichtig für mich, sehr wichtig. Getränke umsonst, noch wichtiger. Und ich muss Ihnen sagen, es ist wirklich, ich fühle mich,
ich fühle mich ein bisschen wie Kakao mit Sahne. Ganz ehrlich, könnte ich ein Einhorn sein und furzen, es käme Glitter raus. So ist im Grunde. Nein, und das es ist so toll. Klar, wir müssen sagen, es gibt da draußen Ungerechtigkeiten, Missstände, bla 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 bla. Ja, klar, aber wissen Sie, der Trick ist, nicht an sich ranlassen. Lassen Sie es einfach nicht an sich ran. Und ich spiele da gerne das Wellenspiel. Kennen Sie das Wellenspiel? Kennen Sie es? Okay, Wellenspiel, ganz kurz erklärt. Und zwar, wenn Sie an der Küste sind und Sie stehen am Strand, dann laufen die Wellen ja so auf den Strand drauf. Ne? Und vorne haben Sie immer diese Stelle, wo das Wasser ganz dünn ist. Vorne ist so ein bisschen schaumig. Ne? Bisschen schaumig, sieht aus wie ein frisch gezapftes Pilz, Grissespeichelfluss. Genau so. Und immer, wenn diese Welle auf mich zurennt, bleibe ich ganz lange stehen. Ne? Kurz bevor mich die Welle dann berührt, hüpfe ich weg. Das ist das Wellenspiel. Ganz toll. Spiele ich von März bis Dezember. Wirklich, macht sehr viel Spaß. Oh. Und so mache ich das mit Missständen. Ich lasse sie einfach nicht an mich ran. Ja, sagen wir mal, Bettler in der Fußgängerzone, scheißegal. Wirklich tangiert. Alle 2 Monate kriegt er mal 50 Cent in seinen Becher. Ne? Also in dem mit dem Getränk, nicht da, wo er Geld sammelt. Und dann ist gut. Dann ist gut. Stört mich nicht. Stört mich gar nicht. Alles da draußen lasse ich einfach von mir abperlen. Was weiß ich, irgendwelche Fixer am Bahnhof, ist mir egal. Ist mir egal. Ne? Sollen sie halt machen. Die sind ja gut drauf. Ne? Lächeln ein bisschen verquer, aber komm. Kannst du alles machen. Ne? Und wir haben es in Deutschland geschafft. Im Grunde genommen haben wir Missstände komplett ausgemerzt. Ne, wir haben keine Ungerechtigkeit. Noch besser eigentlich, wir haben es so weit gebracht, dass wenn irgendwo da draußen Ungerechtigkeit herrscht, dann haben wir es so dargestellt, dass derjenige im Grunde genommen selber schuld ist. Hauptschüler, super tolles Beispiel. Hauptschüler sind ja im Grunde genommen selbst schuld. Die sind dumm. Fertig. Ne, da hat das Schulsystem nicht versagt. Nein, das sind dumme Menschen. Muss man einfach mal zu stehen. Ja, Sie können da auch wieder was reininterpretieren, aber bringt ja nichts. Ja? Oder Eltern, sagen wir mal eine Mutti mit 7 Kindern. Das ist eine Schlampe. Fertig. Nein, komm, können Sie mir nicht erzählen. Jemand, der eine Handyschale für sein Mobiltelefon hat, aber es nicht ein einziges Mal schafft, eine Lümmeltüte über den Penis zu ziehen, der ist nicht pfiffig. Da muss man auch ehrlich sein. Ja. Na, und so haben wir im Grunde genommen Ungerechtigkeiten aus. Gut, es gibt dann noch so ein paar Ungerechtigkeiten. Gibt's. Im Stau, Stauschild, das finde ich ungerecht. Ne? Da ist immer die Schlange nebenan, die ist schneller. Ne? Wie bei der Kasse hier am Supermarkt, da ist auch immer die andere schneller. Wenn du auf eine Niere wartest, ist auch immer ungerecht. Meistens kriegen die anderen die zuerst. Nervt, ne? Ist ein bisschen blöd. Ja? Oder Wohnungssuche hier in Bonn. Ne? Die anderen kriegen immer die schönere Wohnung. Das ist einfach so, das nervt ein bisschen. Aber ansonsten ist es einfach weg. Und ich lese ja viel Zeitungen, da habe ich was Krasses gelesen. Da stand, in der Süddeutschen stand das, ne? Also Lügenpresse, da stand drin, 62 Menschen auf der Erde gehört genauso viel wie der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. 62 Menschen gehört genauso viel wie 3,7 Milliarden Menschen. Das Erste, woran ich gedacht habe, war, huha, auf welcher Hälfte bin ich? Die reiche Seite. Also cool. Ja. War dann nicht mehr so schlimm. Dann ging's. Da habe ich weitergelesen, das ist sehr interessant, von den 62 Menschen sind 53 Männer. 53 sind Männer. Habe ich schnell mich gefragt, was bist du, Mann? Huah! Geht. Dann hat es mich wieder ein bisschen genervt, weil das heißt ja, 9 Frauen waren auch dabei. Naja, komm, Sie wissen doch, wie die an die Kohle gekommen sind, oder? Die haben sich hochgebumst. Nein. Das wären diese Handyschalentussis gewesen sein und dann... Nein. Finde ich nicht in Ordnung. Da hat die Süddeutsche weitergeschrieben, dass wir im Grunde genommen, wir sollten rebellieren. Wir sollten rebellieren, weil es sei nicht in Ordnung, dass so wenige Superreiche ganz so viel Geld hätten. Und da haben die gesagt, man könnte ja auch umverteilen. Umverteilen würde bedeuten, wenn sie das Vermögen der Superreichen nehmen und verteilen das an die 3,7 Milliarden armen Menschen da draußen, dann hätte jeder arme Mensch $450. Ist ja auch nix. Komm, da kriegst du noch nicht mal einen Porsche für einen Monat geleast. Also ich weiß, das gibt deinem Leben ja nicht mehr Sinn oder so. Dann haben sie was Krasses da drin stehen, und zwar, wir sollten rebellieren, weil die Superreichen seien halt nur superreich, weil im Grunde genommen, die würden steuerliche Vorteile genießen. Ja, die hätten wirtschaftliche Vorteile, weil die würden gar nicht richtig besteuert werden. Wenn die produzieren, sind das meistens Roboter oder kleine Kinder in Bangladesch und die werden nicht richtig besteuert. Ne? Da wird mal eine Fabrik abgefackelt und dann ist das, ne, das ist ja keine Steuerzahlung in dem Sinne. Deshalb sollten wir rebellieren, aber das ist ja immer so weit weg, Bangladesch, das tangiert einen ja nicht wirklich. Und dann haben sie noch weitergeschrieben, wenn man die Superreichen mit 2% mehr besteuern würde, könnte jedes Kind auf der Welt zur Schule gehen. Jedes Kind. Wenn man jeden Superreichen mit 3% zusätzlich besteuern würde, dann könnte jedes dieser Kinder einmal am Tag eine warme Mahlzeit haben. Und dann haben sie noch was Krasses geschrieben. Wenn man alle Superreichen, ja, also wenn die einen Zwang hätten, dass sie kein Vermögen mehr als 1 Milliarde haben dürften und sie müssten alles, was da drüber liegt, ausgeben, könnte man im Grunde genommen Armut bekämpfen. Dann gäbe es keine Armen mehr.
Und dann haben sie noch geschrieben, jenseits der 75.000 Euro Jahresgehalt wären sie gar nicht glücklicher. Also ob sie jetzt 75.000 haben oder 7,5 Millionen. Sie werden dadurch nicht glücklicher. Was man alles lesen kann, oder? Na, hör mal, ich bin dann wieder raus an den Strand gefahren, ich habe dieses Wellenspiel gemacht. Na, das kommt mir irgendwie sinnvoller vor. Ich stand dann da, wissen Sie, ich bin an dieser Welle entlang gehüpft und da habe ich mich in so einem Stück Tang verheddert. Da bin ich hingeknallt und die Welle ist komplett über mich rüber. Wissen Sie, ich hatte so einen Muschelmatsch in der Fresse, das hat echt genervt. Dann waren ein paar Leute am Strand, die haben mich angeguckt und mit dem Finger auf mich gezeigt. Dann haben sie gesagt, ne? Fand ich kacke. Fand ich irgendwie ungerecht. Bin ich nach Hause, habe das meiner Frau erzählt, habe ich gesagt, das ist doch nicht in Ordnung. Ne? Meine Frau hat erzählt und dann, also die hat gelacht und gesagt, ja, so ist das halt. Ne? Ungerechtigkeit empfindest du häufig erst, wenn sie dir selber widerfährt. Frauen. Naja, denken Sie einfach nicht weiter drüber nach. Viel Spaß mit der Satire. Dankeschön. Die Taktik der AfD hat jedenfalls funktioniert. Wir leben in Zeiten der Angst, das wissen Sie auch. Heute ist eine Studie erschienen. Den Deutschen geht es ziemlich gut, aber sie haben wahnsinnige Angst. Die Deutschen haben wahnsinnige Angst und vielleicht sind wir Medien da auch ein ganz klein bisschen mit dran schuld. Hier zum Beispiel eine Nachricht aus der Bezirksrundschau in Österreich. Ja? Da haben Flüchtlingskinder ein Klavier geschenkt bekommen. Eigentlich eine wunderschöne Sache. Und die freuen sich riesig. Ein Professor hat ein Klavier gestiftet. So, jetzt sieht man hier die Kinder, wie sie sich freuen. Und was schreiben die Journalisten darunter? Die Kinder im Flüchtlingsheim üben schon fleißig die ersten Anschläge. Und hören wir mal wieder an. Keine Frage, Angst ist ein Megatrend, aber was viele gar nicht bedenken, Angst kann auch sehr hilfreich sein. Sie wollen eine Wahl gewinnen. Ihnen laufen die Wähler weg. Sie haben inhaltlich nicht so viel auf der Pfanne. Und eigentlich läuft gar nichts bei Ihnen. Dann haben wir das Richtige für Sie. Angst. Angst gegen schlechte Umfragewerte und gegen Wählerschwund. Seit wir bei der AfD Angst benutzen, gehen unsere Umfragewerte durch die Decke. Super! Durch Angst beim Bürger können wir Politiker viel einfacher unseren Überwachungsirrsinn durchsetzen. Selbst wir von den Linken arbeiten jetzt auch mit Angst. Ständig diese Argumente. Mit Angst geht alles viel einfacher. Dank Angst sind Bürgerrechte kein Thema mehr. Angst bewährt seit Jahrtausenden. Nichts hilft beim Wähler so gut gegen Vernunft wie Angst. Seitdem ich Angst habe, weiß ich ganz genau, wen ich wählen soll. Papa, Papa, hast du Angst mitgebracht? Ich fühle mich schon wieder so weltoffen. Ja, wir achten auf eine ausgewogene Angst. Die tägliche Dosis Angst ist uns sehr, sehr wichtig. Seitdem ich Angst nehme, hasse ich meine ausländischen Klassenkameraden viel besser. Angst, jetzt auch in der Familienpackung erhältlich. Wir haben jetzt noch viel mehr Angst. Meinst du, das reicht? Angst. Und sie haben jeden Wähler in der Tasche. Hehehehe.